wo die Kelso selber grau fließt durchs Eifeler Land, liegt ein Städtchen wundervoll, das weit und breit bekannt. So beginnt ein sehr bekanntes Kelburger Karnevalslied, das den kleinen Ort in der Eifel so wunderschön beschreibt. Das machte uns neugierig und daher sind wir einfach mal dorthin gefahren. Kelburg liegt im Eifelkreis Bitburg-Prüm und ist mit knapp über 900 Einwohnern und mit einer Fläche von 4,62 Quadratkilometern die zweitkleinste Stadt in Rheinland-Pfalz. Urkundlich wird Kelburg bereits im 8. Jahrhundert erwähnt. Seit eh und je hatte Kelburg seine Stadtrechte. Durch die Besatzung der Franzosen verlor der Ort diese jedoch im Jahr 1798. Und erst am 15. September 1956 erhielt Kelburg durch das Land Rheinland-Pfalz die Stadtrechte wieder. Gut gelaunt und mit viel Neugier begannen wir an einem schönen Sommertag mit der Erkundung Kelburgs. Unser erster Anlaufpunkt war die Hochstraße, die von vielen Gästen und Einheimischen besucht wird. Das Straßenbild ist geprägt von einer verkehrsberuhigten Zone. Farblich liebevoll gestaltete Häuserfassaden bestimmen wesentlich den Charakter im südlichen Teil der Straße. Verschiedene Dienstleistungsbetriebe wie Friseur, Ärzte und Zahnärzte, Versicherungsagenturen und vieles andere mehr sind hier angesiedelt. Ein kleiner Drogeriemarkt mit typischen Artikeln und einem Fotoentwicklungsdienst sowie eine Volksbank-Filiale bieten gleichfalls ihre Dienstleistungen in dieser Straße an. Unser Weg führt uns vorbei an einem der wichtigsten Bauwerke in Kelburg, dem Hotel Eifeler Hof. Das Gebäude, in dem schon Kaiser Wilhelm II. Im Oktober 1911 speiste, steht leider seit vielen Jahren leer. Das einst größte und vornehmste Hotel der Eifel wurde durch den in Kelburg ansässigen Kaufmann und Gastwirt Wilhelm Schulte erbaut und im Jahr 1890 eröffnet. Jahrelang diente es den Gästen und Erholungssuchenden als die wichtigste Adresse in Sachen Hotelkomfort und war weit und breit über den hiesigen Bezirk auch als Kurklinik und Kneiphotel bekannt geworden. Es ist nur zu hoffen, dass dieses dominante Gebäude bald wieder mit Leben erfüllt wird und an den Glanz Kelburgs vergangener Jahre anknüpft. Kelburg ist Sitz der Verbandsgemeindeverwaltung. Das Verwaltungsgebäude steht auf dem Marktplatz. Die Verbandsgemeinde Kelburg umfasst insgesamt 21 Gemeinden mit ca. 7.700 Einwohnern. Die Gesamtfläche beträgt ungefähr 153 Quadratkilometer. Während unserer Filmaufnahmen über den Verwaltungssitz in Kelburg hörten wir auf einmal den Alarm von Sirenen. Und wir durften Zeuge sein bei der Jahresabschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Kelburg. Zusammen mit der Feuerwehr aus der Nachbargemeinde Malberg wurde die gemeinsame Abschlussübung durchgeführt. Es hat sich also entschieden, zwei Einsatzabschnitte zu bilden. Einmal den Abschnitt Menschenrettung und einen weiteren Abschnitt Brandbekämpfung. Brandobjekt war das Bildungs- und Freizeitzentrum Stiftsberg. Bei dieser Übung werden zwei Personen vermisst, die sich noch im Gebäude aufhalten sollen. Durch das Treppenhaus ist verraucht, kann also nicht mehr genutzt werden. So wird also entschieden, die vermissten Personen über die Steckleiter zu retten. Auch einige Bürger waren interessierte Beobachter dieser Feuerwehrübung. Darf Rita! Ich bin dein Vater.
Im ersten Stockwerk werden die Vermissten vermutet. Und wie ist mit dir? Kann gar nicht mehr gehen. Die gesamte Abschlussübung wurde von Wehrleiter Schlöder aus Neidenbach für die zahlreich erschienenen Zuschauer per Lautsprecheranlage erläutert. Die letzte Person wird jetzt über die Leiter gerettet. Sie muss zu diesem Zweck angeleint werden. Die Jahresabschlussübung der beiden Wehren aus Kilburg und Malberg fand unter der Leitung von Wehrführer Stefan Weides statt. Die Wasserförderung aus der Kühl hat gerade begonnen, das heißt, die Leitung steht jetzt bis hier oben hin und wird gleich dann hier zu dem Bogentor hereinkommen. Das heißt, 750 Meter B-Schlauch wurden jetzt verlegt und 70 Höhenmeter überwunden. Große Unterstützung bekamen die Wehrmänner auch von den Jugendfeuerwehren aus Kilburg und Malberg, wo viele interessierte Jugendliche Mitglied sind. Nach etwa einer Stunde war die Jahresabschlussübung zu Ende und sie hat mal wieder gezeigt, wie gut die Nachbarschaftshilfe zwischen den beiden Gemeinden ist. Zentral gelegen und direkt am Eingang des Naherholungsgebietes Hahn liegt das Haus des Gastes. Gut beschützt durch eines der Wahrzeichen Kilburgs, dem Hahn, liegt unter seinem Dach eine kleine Postagentur, eine Lottoannahmestelle sowie die Touristikinformation. Betreiber dieser drei Institutionen im Haus des Gastes ist der Verkehrsverein Kilburger Waldeifel. Guten Tag. Schönen guten Morgen. Wie kann ich denn helfen? Wir hätten gern Wanderkarten und Prospekt. Das ist super. Die habe ich auch direkt auf meinem Schreibtisch liegen. Ich zeige Ihnen die Wanderkarte mal zeigen. Mit Besichtigung Stiftskirche, Schloss Malberg und ebenfalls das Kloster St. Thomas. Auch eine schöne Tour. Das dauert natürlich etwas länger. Ich denke so rund 4 Stunden. Das sind 13,5 Kilometer. Wenn Sie sich dann ein bisschen Zeit lassen, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, ja, dann haben Sie 4 Stunden. Eine schöne Wanderung hinter sich. Oh ja. Gut so? Ja. Ja, prima. Dann darf ich die Ihnen gerne anbieten, zumachen und schenken. Was ich Ihnen auch empfehlen könnte, jetzt um die Jahreszeit, ist das gastronomische Herbst- und Wildwochenende. Hervorragendes Essen, gute Unterkunft und sehr preiswert zum Preis von 148 Euro. Ja. Jo. Neben der freundlichen und kompetenten Beratung vom Leiter des Kilburger Verkehrsvereins Willi Müller liegt für den Besucher viel Prospektmaterial über die bekannte Ferienregion Kilburger Waldeifel aus. Hoch oben auf dem Stiftsberg, am höchsten Punkt des von der Kill umflossenen Bergrückens, thront erhaben die ehrwürdige Stiftskirche. Zusammen mit dem Kapitelhaus und dem viereckigen Kreuzgang bildet sie eine Einheit dieser historisch so wertvollen Baukunstwerke. Begonnen wurde mit dem imposanten Bauwerk im Jahre 1276 durch den Erzbischof Heinrich von Finstingen aus Trier. In 3 großen Bauabschnitten wurde die Stiftskirche errichtet. Diese umfassten die Zeiträume des 13. bis zum 16. Jahrhundert. Zum Bau wurden rote Sandsteine aus der Umgebung von Kilburg verwendet. Durch die Gründung des gemeinnützigen Fördervereins Freunde der Kilburger Stiftskirche ist sichergestellt, dass die Kirche und der Kreuzgang sowie das Kapitelhaus für zukünftige Generationen erhalten bleibt und als besonderes Schmuckstück für Kilburg bewahrt wird. Thank you.
Die wohl wertvollsten Ausstattungsstücke der Kirche sind die in den Jahren 1533 und 1534 gestifteten Glasgemälde. Sie gelten unter Fachleuten als die besten Glasmalereien der flandrisch-kölnischen Frührenaissance und zeigen verschiedene biblische Szenen, wie zum Beispiel die Geburt, die Kreuzigung sowie die Grablegung Jesus Christus. Der Kreuzgang als kostbares Kleinod gotischer Baugeschichte, mit einer Anzahl von Grabsteinen, wird als einer der schönsten zwischen Trier und dem Kloster Marialach bezeichnet. In diesem geweihten Boden haben viele Kirchenmänner sowie verdiente Angehörige und angesehene Bürger und Adlige aus Kilburg ihre letzte Ruhestätte gefunden. Immer wieder kann man erleben, wie Besucher überrascht sind, wenn sie den Kreuzgang betreten. Und wenn sich gar zu sommerlicher Zeit der Garten in grüner und farbiger Fülle dem Besucher darbietet, dann vermeint man wahrhaftig, um viele Jahrhunderte zurückversetzt zu sein. Also in jene Zeit, in denen der Gesang der Stiftsherren aus der Kirche herüberklang oder einzelne Mönche meditierend den Kreuzgang durchwandelten. Und dann scheint es so, als ob sich die alten Stiftsherren im Kreuzgang in Reih und Glied aufstellen, um noch nach Jahrhunderten ihr großes Lebenswerk zu bewundern und zu lobpreisen. In unmittelbarer Nähe der Kilburger Stiftskirche befindet sich die mittelalterliche Burganlage, die im Jahre 1999 zu einer Wohnanlage mit insgesamt 8 Wohnungen umgebaut wurde. Der im Jahre 1239 errichtete Burgturm dominiert noch als stiller Zeuge über dem Kiltal. Ein neu entstandener Brunnen zwischen dem Haupthaus und dem Bäderhaus erzeugt eine idyllische Atmosphäre. Seit 1912 wurde hier in dieser alten Burgmauer die Schule mit dem Lehrerhaus eingerichtet. Zusätzlich zum jetzigen Umbau wurden auch die Außenbereiche der neuen Wohnanlage neu gestaltet und der privaten Nutzung angepasst. Eine kleine Überraschung liegt hinter diesem Torbogen. Hier bei der sogenannten schönen Aussicht hat man einen wunderbaren Blick auf Kilburg. Hoch oben über Kilburg auf dem Annenberg thront auf einer 15 Meter hohen Sandsteinsäule die Gottesmutter Maria. Dieser Mariensäule, die ursprünglich nach dem ehemaligen deutschen Reichskanzler Otto von Bismarck
ernannt werden sollte, wurde am 30. Oktober 1886 durch den Kilburger Verschönerungsverein eingeweiht. Beauftragt mit den Maurer- und Steinhauerarbeiten wurde seinerzeit der Maurermeister Jakob Kronibus. Die Arbeiten für die Herstellung der Marienstatue wurden an den Bildhauer Peter Quirin vergeben. Über eine Wendeltreppe im Inneren kann der Turm bis zur Plattform bestiegen werden. Von hier oben hat man einen eindrucksvollen Blick über das Städtchen Kilburg und den ihr umgebenden Waldrücken. Ganz unten, im idyllischen Kiltal, umgeben von sehr viel Wald, liegt in ruhiger Lage am Ufer der Kill, das Freibad Kilburg. Die beheizten Beckenanlagen sind unterschiedlich tief, sodass hier Schwimmer und Nichtschwimmer ihren Spaß haben. Doch der große Anziehungspunkt dieses Schwimmbades ist die 57 Meter lange Rutschbahn. Eröffnet wurde das Freibad am 26. Juni 1966. Der komplette Umbau, so wie er heute sich darstellt, wurde im Herbst und Winter 1986 durchgeführt. Und die Neueröffnung erfolgte am 3. Juli 1987. Viel Spiel und Spaß ist auch Relaxen angesagt. Auf der riesengroßen Liegewiese kann man so richtig entspannen. Hierbei lässt man es sich unter den schattenspendenden Bäumen gut gehen. Ein schöner Sommertag im Freibad Kilburg ist für Groß und Klein ein reines Vergnügen. Nach dem Schwimmen bietet der Kiosk auf der sonnigen Terrasse schmackhafte Snacks und leckere Getränke an. Am Wochenende waren wir zu Gast bei einem Freundschaftsspiel zwischen der B-Jugend der Spielgemeinschaft Baden-Kilburg und der Spielgemeinschaft aus Mehring an der Mosel. Die Kilburger spielen in rotem Dress, die Mannschaft aus Mehring in blau-weiß. Das Fußballspiel wurde unter Flutlicht auf dem Rasenplatz der Kilburger Sportplatzanlage bestritten. Dieser wurde im Jahr 2006 fertiggestellt. Der Sportverein Kilburg wurde im Jahre 1921 gegründet. Er zählt mit rund 450 Mitgliedern zu den 10 größten Sportvereinen im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Sportliches Aushängeschild des Vereins ist die erste Fußballmannschaft der Spielgemeinschaft Kilburg-Baden-Gindorf, die in der Rheinlandliga spielt. Die zweite Hälfte beginnt. Daniel!
Nachrücken! Die Anfeuerungsrufe des Spielertrainers brachten leider nicht den ersehnten Erfolg. Denn unmittelbar danach ging die Mannschaft aus Mering mit 1:0 in Führung. Der Frust saß tief, sowohl bei den aktiven Spielern auf dem Platz, als auch bei ihren Kameraden auf der Bank. Trotz aller Anstrengungen wurde das Spiel gegen Mering leider verloren. Aber das nächste Mal läuft es bestimmt wesentlich besser. Im November 2010 eröffnete der Lidl-Supermarkt seine Pforten. Damit wird das Warenangebot für die Kelburger Bürger deutlich erweitert. Davon profitieren auch die Menschen aus den umliegenden Ortschaften. Auf einer Ladenfläche von 1448 Quadratmetern wird ein reichhaltiges Sortiment mit über 1600 verschiedenen Produkten angeboten. Diese Filiale ist einer der ersten Märkte mit der Gebäudetechnik der neuesten Generation in Deutschland. Und die erste mit dieser Technologie im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Ein weiterer Supermarkt liegt am Killufer gegenüber dem Bahnhof. Seit dem Jahr 2000 besteht der E-Aktivmarkt. Und wurde dort gebaut, wo früher der ehemalige Güterbahnhof stand. Insgesamt 19 Mitarbeiter sind im Supermarkt angestellt und stehen mit großer Sachkenntnis dem Kunden zur Seite. Auf knapp 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wird dem Kunden mit über 15.000 Artikeln alles für seinen täglichen Bedarf geboten. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr. In der Marienstraße befindet sich die Zweigstelle der Kreissparkasse Bitburg-Prüm. Sie ist eine von 32 Filialen, die sich im Eifelkreis befinden. Mit einem Marktanteil von über 50% im Privatkundenbereich ist sie der wichtigste Finanzdienstleister vor Ort. Als öffentlich-rechtliches Institut ist die Sparkasse dem Gemeinwohl sowie der Wirtschaftsförderung in der Region verpflichtet. Die Filiale in Kilburg verfügt über einen Kontoauszugsdrucker, einen Geldausgabeautomat, einen Automat mit Ladefunktion für die Geldkarte sowie ein Selbstbedienungsterminal. Mitten auf der Hochstraße weht ein Hauch von Orient herüber. Denn hier steht der Kelburg Kebab. Leckere und köstliche Spezialitäten aus der Türkei werden hier angeboten.
Hier steht der Chef selbst noch hinter dem Tresen. Ein Pommes? Ja, ein kleinen Döner. Kleinen Döner mit allem? Ja. Welche Soße? Die rote. Die Speisen sind immer frisch und in bester Qualität. Ja. Scharf? Ja. Okay, machen wir. Das Restaurant hat auch einen Lieferdienst, der in Kilburg und in den angrenzenden Gemeinden ausliefert. Für den hungrigen Gast steht eine riesige Auswahl an Speisen und Getränken zur Verfügung. Du musst richtig scharf machen. Du musst ein bisschen können. Ne? Das Dönerfleisch besteht meistens vom Rind oder Lamm. Aber auch Döner aus Geflügelfleisch ist sehr gefragt. Und ein kleiner Döner. So. In einzelnen Internetforen werden die Pizzen und der Döner aus dem Kilburger Restaurant besonders gelobt. Nach dem leckeren Essen wollten wir uns die Kilburger Webseite einmal ansehen. Über die Begrüßungsseite durch den Stadtbürgermeister Wolfgang Krämer kamen wir auf die Seite der Kilburger Vereine. In Kilburg gibt es ein sehr reges Vereinsleben, das für jeden etwas bietet. Vom Sportverein über den Musikverein, der Feuerwehr, dem Kirchenchor und der Karnevalsgesellschaft bis hin zum Männerquartett, dem Förderverein Stiftskirche und der Frauengemeinschaft ist auch der Verein Waldburger Kehleifel in Kilburg vertreten. So bezahlt? Ja. Hat geschmeckt? Ja, war sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Beste Döner in Kilburg. Richtig. Ja. Jawohl. Ein Tag Spitzer. Ja, zwei kleine Döner. Ein kleiner Pommes, 15 Euro. Tschüss. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Bis bald. Ja. Was in Hamburg die Reeperbahn, das ist hier im Ort die Stiftstraße, die älteste Straße Kilburgs. Doch was sich hier abspielt, wird man auf den ersten Blick nicht vermuten. Ganz unauffällig liegt die Straße da, mit ihren gut bürgerlichen und schön herausgeputzten Reihenhäusern. Und dennoch geschieht hier etwas, was man hier früher für ganz und gar unmöglich hielt. Denn in dieser steilen und engen Gasse wird die Lust groß geschrieben. Nichts deutet zunächst darauf hin, sich einem erotischen Vergnügen gerade hier in dieser Straße hinzugeben. Aber in dem unscheinbaren Haus mit der Nummer 8 ist Kilburgs einziges Bordell untergebracht. Seit nunmehr 16 Jahren existiert dieses kleine Stück Rotlichtmeile und ist eigentlich zur Normalität in Kilburg geworden. Die Menschen hier haben sich daran gewöhnt, dass in der Stiftstraße seltsame Typen auftauchen, die dann scheu umherblicken, an den Häusern entlang schleichen, geduckt und gebückt, den Kopf ganz tief gesenkt und dann schnell in der Nummer 8 verschwinden. Oh yeah, baby! Eines der wohl schönsten Bauwerke ist das Bahnhofsgebäude aus rotem Sandstein. Das Bauwerk wurde um das Jahr 1870 errichtet. Mehrere bauliche Maßnahmen nach dem Zweiten Weltkrieg haben den Baukörper jedoch wesentlich verändert. Der Bahnhof in Kilburg liegt an der Strecke der Eifelbahn zwischen Trier und Köln und ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Kilburg und das Umland. Bis Ende 2013 soll der Bahnhof nun umgebaut werden, damit moderne Züge der neuen Generation die Haltestelle überhaupt noch anfahren können. Hierbei müssen die neuen Bahnsteige entsprechend der Länge der Züge angepasst werden. Auf der Kehlseite wird ein neuer zweiter Bahnsteig entstehen, der mittels sicherer Fußgängerüberführung erreicht werden kann.
Die Anbindung an die Station soll barrierefrei gestaltet werden. In einem zweiten Schritt wird das Bahnhofsumfeld an die neuen Gegebenheiten angepasst. Dann erfolgt die Erneuerung der Signalanlagen und der Bau von zusätzlichen Parkflächen. Ebenfalls ist die Errichtung eines neuen Wendeplatzes für den öffentlichen Busverkehr hinter dem Supermarkt geplant. Diese Bemühungen und noch viele weitere technische Voraussetzungen werden sicherlich erfüllt werden, damit der Kelburger Bahnhof künftig nicht vom Schienennetz abgekoppelt wird. Das war dann auch unser Besuch in Kelburg, den wir sehr genossen haben. Nächstes Jahr werden wir wiederkommen. Und daher freuen wir uns jetzt schon auf ein Wiedersehen.